Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Buchstaben E. Heute geht es um eine Pflanze, die wir wirklich ehren und preisen sollten, die Veronika-Arten, der Ehrenpreis. Vom Ehrenpreis gibt es sehr viele verschiedene Arten, einige wachsen auch wild und heimisch bei uns. Die Maria Treben hat sich auf den echten Ehrenpreis in ihren Werken bezogen, der heißt Veronica officinalis. Es gibt aber zum Beispiel auch noch den persischen oder auch den Gamander-Ehrenpreis. Von ihren Wirkweisen her können die alle sehr ähnliche Sachen. Es heißt aber, die stärkste Wirkweise, wenn man es medizinisch nutzen will, hat der echte Ehrenpreis. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Ehrenpreisarten keinen Nutzen hätten, sondern die haben lange Tradition. In der Volksmedizin, im Mittelalter und in vielen Kulturen wurden die Ehrenpreisarten ja immer schon zu Heilzwecken und für die Gesundheit eingesetzt. Heute schauen wir mal, was der Ehrenpreis alles bieten kann. Der Ehrenpreis wurde neu eingeteilt in der Kategorisierung der Biologie und gehört jetzt zu den Wegerichgewächsen. Die Blätter und die Blüten vom Ehrenpreis, die sind essbar. Die Stängel sind natürlich auch nicht giftig, die kann man genauso mit essen. Aber gerade so in Salaten, in Suppen oder auch als Deko in Gemüsen und auf vielen diversen Speisen, ja, kann man die Blätter und die kleinen blauen oder lilanen Blüten ja wunderbar benutzen. Die Blüten sind übrigens nachts geschlossen. Und tagsüber öffnen sie sich wieder. Im Mittelalter, beispielsweise bei Maria Treben, hatte der Ehrenpreis eine sehr hohe Bedeutung als Heilkraut. Er wurde da zum Beispiel als Frischsaft, heute würden wir Smoothies sagen, ja, einfach mit anderen Pflanzen oder eben einfach gepresst und der frische Saft davon ja, zu sich genommen, getrunken. Es wurden Tinkturen hergestellt, also ja, zum Beispiel Auszüge, so Lösungen mit Alkohol. Aber was am gängigsten ist und was wir heute auch recht einfach nachmachen können, ist einfach ein Ehrenpreis-Tee. Da kann man die Blüten und Blätter auch samt Stängel, frisch oder getrocknet, ja für einen Teeaufguss nutzen. Maria Treben empfiehlt in etwa einen gehäuften Teelöffel auf einen Viertelliter Wasser. Maria Treben lässt auch die Teekräuter laut ihrer Anleitung immer sehr, sehr kurz ziehen. Das ist inzwischen ein bisschen, also nicht nur inzwischen umstritten, sondern schon lange. Und viele Kräuterleute ja, lassen die Tees etwas länger ziehen. Hier empfehlen sich so in etwa 3 bis 5 Minuten abgedeckt. Das ist wichtig. Und dann in kleinen Schlucken heiß genießen. Man muss den Ehrenpreis nicht pur als Tee trinken, sondern kann ihn auch sehr gut mit anderen Pflanzen und Kräutern mischen. Wenn man das so prophylaktisch als Vorsorge nutzen will und da den Tee trinken will, um sich zu stärken und auch gar nicht erst ja vielleicht Beschwerden oder Krankheiten zu kriegen, dann kann man natürlich einfach nach seinem persönlichen Geschmack da eigene Teemischung zusammenstellen. Und wenn es gilt, gegen spezielle Beschwerden vorzugehen, dann macht es natürlich Sinn, nochmal zu schauen, welche anderen Wildkräuter und Heilpflanzen sich vielleicht in Kombination eignen, um sich gegenseitig zu unterstützen, ja, um spezielle Beschwerden dann zu behandeln. Der Ehrenpreis-Tee wirkt beispielsweise schleimlösend und blutreinigend, aber durchaus auch entzündungshemmend. Er kann sogar helfen, die Cholesterinwerte wieder zu senken bzw. zu regulieren. Der Ehrenpreis war sowohl früher ein sehr wertvolles Heilmittel, aber auch heute findet er sich in vielen Pharmaprodukten und auch zur medizinischen Anwendung, ja wie gesagt häufig als Mischung mit anderen Heilkräutern. Gerade heute könnte das auch wieder an Relevanz gewinnen, weil langsam auffällt, dass in den Apotheken ein paar Sachen, an die wir uns gewöhnt haben, ja gerade nicht mehr gut zu kriegen sind. Sehr beliebt und auch bekannt und in allen Zeiten genutzt ist der Ehrenpreis-Tee vor allem als Hustenmittel bei Erkältungen, durchaus auch bei chronischer Bronchitis oder bei Asthma. Bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum kann man richtig gut mit diesem Ehrenpreis-Tee auch gurgeln, um da diese entzündungshemmende Wirkung ja entfalten zu lassen. Der Ehrenpreis ist aber auch sehr beliebt und medizinisch wirksam bei schlecht heilenden Wunden. Auch bei chronischen Ausschlägen und Ekzemen, auch bei Geschwüren, kann man durchaus auch Waschungen und Umschläge ja, mit dem lauwarmen oder abgekühlten Ehrenpreis-Tee vornehmen. Es heißt auch, dass der Ehrenpreis-Tee gut hilfreich ist bei Nervosität, die durch geistige Überanstrengung entsteht. Da kann besonders abends getrunken der Ehrenpreis dafür sorgen, dass man besser abschalten kann, gerade wenn man starke und anstrengende, ja, geistige Tätigkeiten verrichtet hat, um dann auch besser schlafen zu können. Maria Treben empfiehlt den Ehrenpreis auch gemischt mit Selleriewurzel gegen Schwermut. Das dürfte heute sowas sein wie eine ja, depressive Verstimmung. Aber auch bei Nervenschwäche, sagt sie, kann der Ehrenpreistee in Mischung mit Sellerie hilfreich wirksam sein.
Der Ehrenpreistee kann nicht nur innerlich angewandt werden, sondern auch äußerlich bei den schlecht heilenden Wunden, aber auch durchaus bei Wunden im Speziellen, die durch Feuer, Hitze, also durch Verbrennung entstanden sind, also bei Brandwunden. Der Ehrenpreistee wird auch häufig genannt in Verbindung mit Nieren- und Blasenerkrankungen, also alles, was so die ableitenden Harnwege betrifft. Da wurden früher wie heute der Ehrenpreistee genutzt, ja, auch bei Nierenleiden und Blasenentzündung. Auch bei Schmerzen und Beschwerden, die in Verbindung mit Rheuma und Gicht stehen, ist der Ehrenpreistee empfohlen. Bei verschiedenen Kräuterleuten, früher wie heute, findet man auch den Ehrenpreistee bei Magen- und Darmproblemen. Und auch bei Problemen mit der Leber und der Galle ist der Ehrenpreis recht häufig erwähnt. Der Ehrenpreis, ein sehr interessantes Pflänzchen, das so unscheinbar in vielen Gärten am Waldrand, am Wegesrand wächst. Bei mir zeigt er sich zum Glück in verschiedenen Ecken und da kann ich mir besonders im Frühjahr und Sommer, wenn er blüht, ja richtig schön auch den Ehrenpreis sammeln, frisch als Teekraut benutzen, aber auch trocknen für die kalte Jahreszeit. Ich hoffe, ihr freut euch auf morgen, dann geht's weiter mit dem Buchstaben F. Bis dahin habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüss!